Jetzt aber schauen wir nach Mexiko-Stadt. Dort stürzt eine U-Bahn ein und reißt mindestens 20 Menschen in den Tod. Das und weitere Nachrichten sehen Sie jetzt in unserer Nachrichtenübersicht. In Mexiko-Stadt sind Montagnacht beim Einsturz einer U-Bahn-Brücke mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Rund 50 weitere sind verletzt. Aufgrund der instabilen Lage des Zugs sind die Rettungsarbeiten vorübergehend unterbrochen worden. Schon früher haben Anrainer von Schäden an Pfeilern entlang der Strecke berichtet. Heute ist die ehemalige Außenministerin Karin Kneißl im Ibiza-U-Ausschuss geladen. Den Anfang macht aber ÖBAG-Aufsichtsratschef Helmut Kern. Die Opposition will von ihm vor allem wissen, wie er selbst zu seinem Job in der ÖBAG kam. Zum Schluss muss Bernhard Bonelli, der Kabinettschef von Bundeskanzler Kurz, Rede und Antwort stehen. Die Bundesregierung hat gestern ihre Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen vorgestellt. Das Paket umfasst etwa eine bessere Vernetzung mit Schutzeinrichtungen sowie die Durchleuchtung von Tatmotiven. Bei der Polizei soll es mehr ausgebildetes Personal für Gewaltprävention geben. Opferschutzorganisationen fordern zusätzlich mehr Geld und Ressourcen für ihre Arbeit. Für kommende Woche hat die Regierung nun einen runden Tisch gemeinsam mit VertreterInnen von Gewaltschutzorganisationen einberufen. Zum Teil ist es heute sogar wolkenlos. Auch die Nebel- und Hochnebelfelder in Teilen Kärntens und Südtirols lockern noch auf. Am Nachmittag bleibt es in der Osthälfte Österreichs recht sonnig. Im Westen verdichten sich die Wolken. Mit föhnigem Südwind steigen die Temperaturen im Vergleich zu gestern deutlich an. Auf 18 bis 22 Grad.